Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen, unserem kleinen Dorf. Wir haben in der letzten Folge hier oben den neuen Stadtteil definiert. Was wir noch machen müssen, ist, wir müssen jetzt auch mal wirklich Stadtteilbezirke setzen. Da kümmern wir uns dann auch demnächst drum. Als erstes, was wir dringend machen müssen, ist ein Kohlekraftwerk zur Stromversorgung unserer Stadt etablieren. Das will ich hier vorne an der Flussbiegung machen. Wir sprechen auch ein bisschen über die Versorgung oder die elektrische Versorgung mit Dampfkraftwerken. Das gucken wir uns etwas genauer mal an. Wir steigen ein, indem wir hier von der Mülldeponie ein wenig Fläche entfernen. Das müsste er mich doch eigentlich machen lassen, oder? Also. Genau, das möchte ich hier etwas verkleinern, denn wir brauchen nicht so viel Platz. Was ich auch machen möchte, das ist so ein bisschen, das sieht so ein bisschen langweilig aus, weil es einfach flacher Müll ist. Da vorne kommt das Müllfahrzeug. Das soll hier noch ein bisschen tricksen. Dann gucken wir mal, haben wir irgendwo eine Stelle, die ein bisschen höher ist als das hier. Hier, dort. Lässt du mich das greifen, damit man hier so einen kleinen Hügel setzen kann? Machen wir mal hier. Gucken wir mal, ob mich das greifen lässt. Ja. Da machen wir hier mal so eine kleine Delle rein. Ich glaube, das wird dann auch irgendwann mal kommen. Jetzt sieht es ein bisschen logischer aus, weil jetzt hier der Bagger auch eine etwas andere Höhenlinienführung hat. Prima. Jetzt das Kohlekraftwerk. Das will ich hier unten platzieren. Das heißt, wir müssen hier ein Plateau machen. Wir schauen mal, wie groß das Kohlekraftwerk ist. Das ist gar nicht so groß. Das platzieren wir dann hier unten. Da brauchen wir auch noch dann den Netzanschluss, den wir auch noch mal machen. Also, warum braucht das Kohlekraftwerk Wasseranschluss, es muss da gekühlt werden. Also ein Kohlekraftwerk ist ja, jetzt mal diese Höhe hier und machen das erstmal. Also das muss ja gekühlt werden. Wir haben einen Dampfkreislauf. Das heißt, dass die Kohle wird ja verbrannt, erzeugt Hitze, damit wird Wasser erwärmt unter hohem Druck. Das heißt, das Wasser, wir wollen ja in dem Wasser dann Energie speichern. Diese Wärmeenergie wandeln wir um. Wir verdampfen das Wasser. Wir bekommen Heißdampf. So, jetzt gucken, wie rum ist das denn jetzt hier? Da oben rechts ist der Anschluss ans Stromnetz. Ja, dann machen wir das mal hier. Und nun muss die, ich guck mal ganz kurz, das ist die Straßenverbindung. Das heißt, der Stromanschluss ist auf der anderen Seite. Bevor ich jetzt weiter erkläre, jetzt mal ganz kurz gucken, was wir das hier sinnvoll platzieren. Vielleicht können wir es auch so rum platzieren. Dann muss die Straße unten noch lang gehen. Das sollte aber kein Problem sein. So. Straße können wir eher einmal ganz so rumführen, denke ich. So, unsere Stadt entwickelt sich dabei weiter, das ist gut. Mal nochmal checken. Die Straße platziert er dort. Also das. So rumdrehen, genau. Dann ist die Straßenverbindung unten. Das ist das, was ich gerne möchte. Das ist gut. Ja, okay. Gut, so. Platziert. Hier haben wir den Mittelspannungsanschluss. Das heißt, da führen wir die Straße entlang und erklären dann noch ein bisschen was.
Moment, wir müssen hier noch ein bisschen das Gelände ebnen, damit wir hier ausreichend Platz drumherum haben. Und hier oben genauso. Ich möchte es einmal drumherum führen. Ja, also, was haben wir jetzt gesagt? Wir verbrennen die Kohle, das erzeugt Hitze. Diese Wärmeenergie wird aufgenommen vom von Wasserkreislauf. Das heißt, wir führen kaltes Wasser, was unter sehr hohem Druck ist, führen wir zu. Und das Wasser wird dann verdampft in diesem Wasserkreislauf. Und dann kann dieses heiße Wasser und falsche Straße, dieses verdampfte Wasser wird dann einer Turbine zugeführt. So, wir haben einen heißen Dampf unter hohem Druck. Und dieser Druck, dieser heiße Dampf, erzeugt dann oder treibt eine Turbine an. Das heißt also, dieser sehr heiße Dampf, da sind wir bei, ja, 450, 500 Grad Celsius, führt dann dazu, dass wir eine Turbine antreiben, die wird in Rotation versetzt und das kennt man ja aus dem Physikunterricht. Rotation führt zu, jetzt ist es aber knapp hier, Rotation führt dazu, dass wir Strom erzeugen können. So, ganz schnell hier eben mal kurz die Stromleitung setzen. So, angeschlossen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Aber das Kohlekraftwerk umgesetzt. So, also das heißt, dieser Dampf treibt eine Turbine an, gibt dabei natürlich Energie ab, nämlich die kinetische Energie. Wir haben einen hohen Bedarf an. Wir brauchen hier mehr Dienstleistungen. Wasser, Abwasser sehe ich da oben. Reicht das schon wieder, um hier unseren neuen Stadtteil zu versorgen? Der hat auch wieder hohen Bedarf an Bevölkerungsnachschub. Dem kommen wir auch nach. Ja, also dieser heiße Dampf treibt die Turbine an. Wir versetzen sie in Rotation. Pardon. Und diese Rotation, das kennt man, wie gesagt, dann sich drehende Magnetfelder, die erzeugen oder induzieren Strom. Der führt dann dazu, dass wir Strom erzeugen. Den speisen wir ins Stromnetz ein. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Ich platziere gerade mal so, das ist so die Bedeutung, dass es hier ein Sondergebäude ist. Alles klar, wunderbar. Hier können ruhig größere Gebäude noch entstehen und dann haben wir noch ein paar Ufergebäude. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Parkplätze müssen wir ja noch platzieren. Wir übrigens sehen, das war hier der Punkt. Ne? Wir haben jetzt hier, jetzt geht es richtig ab. Jetzt verdienen wir 3000 Euro die Stunde durch das schöne Kohlekraftwerk. Das hat uns das Budget gerettet. Das gucken wir uns jetzt mal an. Bei den Dienstleistungen, also Strom kostet uns jetzt nur noch 80.000 oder 76.000, 77.000, das hat uns jetzt von, wir waren ja bei 130.000 minus. Jetzt können wir uns mal das Budget, ne, wir können hier vorne beim Strom nochmal schauen. Also wir sind jetzt ja schon bei 19 Megawatt, das heißt, hier haben wir schon die Grenze erreicht, wir exportieren gerade 1 Megawatt ins Stromnetz. Ich glaube, eine Erweiterung von dem Kraftwerk geht nicht. Wir haben natürlich jetzt nicht viel Geld, von daher, wir können es mal schneller laufen lassen und dem Ganzen hier ein bisschen nachkommen, erklären aber noch ein bisschen was, aber jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen. Also wir machen jetzt ein paar Verschönerungen hier und erklären weiter das Kohlekraftwerk. Ja, also durch die Rotation wird Strom induziert, der wird dann ins Stromnetz eingespeist. Das ist natürlich jetzt hier diese Hauptleitung hier, das Hochspannungsnetz, wenn wir zwei Spannungsebenen, aha, Meilenstein 5 freigeschaltet, sehr schön. Wir sind ein kleines Städtchen geworden, wir haben jetzt nochmal Geld bekommen, das war wichtig.
Was haben wir jetzt hier? Gemischte Wohngebäude, das ist gut, das hilft uns oben in unserem neuen Stadtteil. Kommunikation ist was Neues, wir müssen hier ein Postamt etablieren, da wird gleich wieder der Bedarf steigen, Funkmasten. Und wenn man hier noch so ein paar Regelungen, also bei den Bremsschwellen, das fände ich auch ganz gut in den Wohngebieten. Wir bleiben aber erstmal hier vorne und sortieren unser... Wir haben immer noch keinen Bedarf an Gewerbe. Da müsste man vielleicht mal die Steuern senken, aber wir lassen es erstmal ein bisschen laufen und sortieren hier weiter. Unser Gelände. Was es hier nicht ganz so krass abfällt. Was machen wir jetzt hier gerade? 3000 die Stunde, das ist in Ordnung. Das ist ganz gut, dass uns jetzt mittlerweile dieses, das hier kein Geld mehr kostet. Das Bewegen hier von dem Erdreich, das war in City Skylines 2 der Fall. Okay, wir können hier vielleicht auch nochmal ein bisschen näher hier rum. Und dann hier nochmal ein paar Objekte platzieren, damit wir so ein kleines bisschen eingrenzen, gepflegter Baum. Ja, genau, den nehmen wir hier. Halt, das war schon richtig. So, nein, das und den möchte ich haben. Und dann erklären wir noch ein bisschen was weiteres. Also, das heißt, wir haben ja gesagt, wir haben zwei Spannungsebenen. Nämlich die, jetzt in dem Fall haben wir zwei, nämlich die Hochspannung und die niedere Spannung. Und das, ich kann aber noch mehrere Ebenen, also die Hochspannung teilt sich noch weiter auf in Hoch- und Höchstspannung. Also für die Höchstspannung, das ist dann die Verteilung über ganz lange Strecken. Wir haben 4 Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, die sind also dafür verantwortlich im Rahmen ihrer sogenannten Systemdienstleistung, dass sie die Kopplung innerhalb von Deutschland übernehmen, aber auch die Kopplung mit den Nachbarländern, also Frankreich, Niederlande, Polen, Dänemark, Österreich und so weiter. Und dann darunter die Ebene, das sind dann die sogenannten Verteilnetzbetreiber, das sind sowohl größere als auch kleinere Unternehmen, also Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerke insbesondere, aber auch größere Energieversorgungsunternehmen, die sich mit also damit wir darum kümmern, dass der Strom dann auf die niederen Spannungsebenen verteilt wird hin zur Niederspannung, also die niedrigste Ebene, das was aus der Steckdose kommt, also 400 Volt Anschluss, das ist dieser Drehstromanschluss und aus der Steckdose kommen dann ja 230 Volt. So, der Bedarf ist hier wieder hoch, dem kommen wir wieder nach. Es ist hier auch hoch, also ganz hoch, das ist gut. Das hier können wir vielleicht jetzt mal ersetzen durch diese hier. Da müsst ihr leider verschwinden. Aber dann haben wir nämlich nochmal Gebäude. Die sind immerhin, hier ist ja ein bisschen Gewerbe entstanden. Das ist schon mal ganz gut. So, auf dieser Seite machen wir dann nochmal vielleicht doch eher so mittlere Dichte, sonst sind die so riesig. Ja, also wie gesagt, die Verteilnetzbetreiber sind dann dafür verantwortlich, den Strom zu den Endkunden zu bringen. Das heißt, hier so ein Stadtteil, der ist dann ans Mittelspannungsnetz angeschlossen und dort wird dann die Energie verteilt bis zu den einzelnen Häusern und dann umtransformiert. Ihr könnt jetzt hier nochmal ein paar größere Klötze hinsetzen. Das ist jetzt 4x4. Die sind natürlich noch für weitere Dinge verantwortlich, die Verteilnetzbetreiber, also das ganze Thema Spannungshaltung. Wir müssen hier vielleicht nochmal ein paar Parkplätze setzen. Das fände ich übrigens auch noch ganz sinnvoll, damit die Leute irgendwie ihre Autos abstellen können. Sonst parken die alle entlang der Straße. Das ist auch nicht ganz realistisch. Mittlerer Parkplatz. Haben wir hier vorne an der Falkenstraße. Auf dieser Seite
kleiner Park. Boah. Das müssen wir etwas einebnen, das Gelände, damit das. Ah, hier geht kein. Hier geht nicht so richtig ein Parkplatz hin. Ne? Das ist schon etwas schwieriger, aber jetzt passt es. Wir müssen die Parkplätze hier dann auch Parkgebühren runtersetzen. Denn sonst parkt da keiner. Und wir wollen jetzt auch kein Geld nehmen. Also eine Art Anwohnerparken. Ja, wir brauchen hier eine Klinik. Das hat man ja schon gesehen. Wir werden auch hier eine kleine Klinik platzieren. Die muss aber idealerweise auch hier rein. Das passt aber nicht, ne? Die ist zu groß. Dann müssen wir hier, glaube ich, leider Gottes an der Königstraße hier was wegnehmen. Das tut mir etwas leid. 30.000 ist aber wichtig für das Wohlbefinden. Jetzt verlieren wir schon wieder Geld. Aha. Das ist ja ärgerlich. Ich hatte gedacht, wir hätten jetzt den Break-Even-Point erreicht. Das scheint nicht der Fall zu sein. Woran liegt denn das jetzt? Wir sind so gerade an der Grenze dessen, was möglich ist. Wir können hier vielleicht nochmal weiter. Was ist denn das Problem jetzt gerade? Mangel an Unterhaltung. Ja, dem müssen wir jetzt nachkommen. Unzuverlässiges Internet, hohe Steuern, unzuverlässiges Postwesen. Ja gut, wir haben kein Postwesen. Können wir bei den Steuern gucken. Zeit mal ein bisschen runter. Strom sind wir jetzt bei 180. Wir können hier das Budget nochmal erhöhen. Also auf 150 setzen. Produziert dann unser Kraftwerk eigentlich mehr? Ja. Und das ist gut. Wir verkaufen wieder ein bisschen was. Ich hoffe, das funktioniert dann auch, was die Stromversorgung angeht. Ich gucke gerade mal, wir haben ja hier noch den Trafo. Ich glaube, den brauchen wir jetzt gar nicht zwingend. Wir können hier noch eine Leitung rüberlegen. Auch das wäre natürlich logisch, dass das Stromnetz natürlich angeschlossen ist. Das machen wir auch, einfach nur aus optischen Gründen. Also, wir gehen hier rüber, ruhig hier entlang. Folgen hier der Straße. Bleiben auf dieser Seite der Straße. Koppeln uns hier und können dann den Teil wieder entfernen. Die Leitung kann weg. Das Gebäude kann weg. Das spart uns Energie und wir haben hier die Verbindung unseres Kraftwerks. Ja, also das ist ja das, was jetzt passiert, dass das Kohlekraftwerk erstmal ins Hochspannungsnetz einspeist. Man sieht ja diese Freilandleitung überall. Wir können das natürlich normalerweise dann auch unterirdisch verlegen. Das ist deutlich teurer. Also die Diskussion, die man ja ganz gerne führt, dass man lieber Erdkabel hätte als Oberlandleitung. Die Erdkabel kosten vielfach, Faktor 4. Das heißt, die Forderung danach ist jetzt nicht ganz so einfach. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier noch Bedarf an Gewerbe. Okay, das ist positiv. Der wollen wir gerne nachkommen. Haben wir hier noch ausreichend Möglichkeiten für Gewerbe. Wir können hier vielleicht auch noch mal eine kleine Straße, einen Fußweg durchlegen. Von hier oben. Ah, Mist. Das Gebäude wieder erwischt. Das passt nicht ganz. Dann haben wir hier noch mal entlang ein bisschen Gewerbe. Und schon ist auch der Bedarf verschwunden. Wir haben jetzt hier noch niedrige Wohndichtenbedarf. Dem müssen wir auch noch mal irgendwie nachkommen.
Das wollen wir tun. Wir verdienen gerade wieder Geld. Das ist gut. Gebäude platzieren. Das Gelände fällt hier ein bisschen ab. Deswegen machen wir hier nur Dreier hin. Hier mal auf dieser Seite zwei. Haben wir noch Platz? Hier ist auch noch ein bisschen was möglich. Ich gehe aber nicht ganz an den Rand. Hier entlang der Grabenstraße. Aber dann kommen wir dem Bedarf hier noch nach. Hier ist die Stadtgrenze schon erreicht. Auch hier lassen wir ein bisschen Luft. Gut, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Hier den Bereich wollen wir ja aussparen, hatten wir gesagt. Und hier müssen wir eigentlich nochmal eine Straße durchziehen. Dass wir hier auch noch mal ein bisschen Platz haben, um Gebäude zu setzen. So, denn der Bedarf an Einfamilienhäusern ist weiterhin groß. Das sehen wir, jetzt kommen die ganzen Leute hier alle an und wollen in unser kleines Städtchen ziehen. Der Seite können wir auch platzieren. So, das lassen wir frei hier, lassen wir frei, aber hier können wir auch noch mal. So, hier am können vielleicht hier ein paar Gewerbeeinheiten hinsetzen, damit wir so ein bisschen verdecken, weil wir gerade keinen Bedarf an Gewerbe haben. Also nicht, dass das jetzt irgendwie gefährlich ist. Es gibt so ein paar, die glauben, das wäre irgendwie riskant, an diesen Umspannwerken zu wohnen. Aber das ist nicht der Fall. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Es brummt halt ein bisschen. Das liegt halt an dieser 50 Hertz-Wechselfrequenz. Das wäre vielleicht auch mal ein ganz guter Punkt, den wir vielleicht noch mal ganz kurz diskutieren können. Also Wechselstrom, warum haben wir Wechselstrom? Wir kriegen den Bedarf ja gar nicht gedeckt. Das ist ja sehr positiv. Ja, jetzt kommen sie alle und ziehen in unser kleines Städtchen. Also, das Wichtige ist, mit den 50 Hertz Wechselstrom, dafür sind halt die Energieversorger verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Frequenz gehalten wird, also 50 Hertz Wechselstrom, also nicht die Spannung gehalten wird, aber von der, pardon, die Das Halten der Frequenz ist halt ganz entscheidend, weil alle unsere elektrischen Geräte mit Wechselstrom arbeiten, mit 50 Hertz. Und sobald es da Abweichung gibt, greifen dann die Übertragungsnetzbetreiber ein und sorgen dafür, dass das Netz wieder stabilisiert wird. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Ich glaube, wir können den Teil hier auch mal abreißen. Den brauchen wir hier an der Stelle nicht mehr. Wenn wir zu viel die Frequenz steigt, das heißt, es ist physikalisch mehr Energie im Netz, als wir brauchen, dann wird aber die Produktion gedrosselt. Das geht bei konventionellen Kraftwerken natürlich relativ einfach, so wie wir sie haben. Also dem Kohlekraftwerk, auch einem Gaskraftwerk, das kann man ganz gut handeln. Wenn die Frequenz zu niedrig ist, dann muss man entweder die Produktion erhöhen, also Frequenz zu niedrig ist die Reaktion, wir haben weniger Energie im Netz als produzieren zu wenig Energie. Die Folge ist dann, dass dann die Geräte halt Schaden nehmen können. Was macht man dann? Entweder man schafft es, die Produktion hochzufahren, da gibt es dann verschiedene Mechanismen, um das zu machen. Ich will hier zwischen noch mal einen kleinen Weg ziehen, gucken, ob ich hier durchkomme, ohne die Gebäude zu zerstören. So, sehr gut. Der Industriebedarf bleibt weiter hoch. Das finden wir gut. Machen wir hier auch noch mal und auf der anderen Seite auch noch mal den Fußweg. Also, wenn die Frequenz dann noch weiter absinken sollte, dann gibt es auch weitere Maßnahmen, wie man eine Frequenzstabilisierung hinbekommt. Also, dass man dann Reservekraftwerke zuschaltet. Also die Industrie kann dann auch sich bereit erklären, ihre
ihre Produktion zu senken, die Stromlast zu reduzieren. Das lässt sich natürlich bezahlen. Da gibt es zwei Mechanismen, nämlich einmal die Leistung, die man bereitstellt, und dann aber auch die Energie, die man dort abnimmt oder produziert. Ein relativ kompliziertes System in dem sogenannten Regelenergiemarkt. Ich würde jetzt hier an der Stelle natürlich viel zu weit führen, das im Detail zu diskutieren. Ich finde, wir können hier die Straße vielleicht auch nochmal lang führen. Das fände ich, glaube ich, ganz sinnvoll. Dass wir hier nicht nur Sackgassen haben. Von zwei Seiten rankommen. Wir sollten hier auch nochmal eine Feuerwehr in einem Industriegebiet haben, finde ich. Das wäre nur sinnvoll. Falsche Straße. Naja, aber das ist halt eine Sache, die in der Vergangenheit relativ einfach zu handeln war. Mittlerweile aber schon zu größeren Herausforderungen führt, weil wir einfach in unserem deutschen oder europäischen Netz schon deutlich mehr regenerative Energiequellen haben, die sich dahingehend steuern lassen, dass wir natürlich die Energieproduktion senken können, aber nicht einfach beliebig steigern können. Und das heißt natürlich, dass die Ausgleichsmaßnahmen komplizierter werden. Jetzt nicht, dass das jetzt unmöglich ist, aber es wird schon aufwendiger. Und diese Kosten, die entstehen, die sogenannte Redispatch, das wird natürlich umgelegt auf alle Verbraucher. Also sowohl die Industrie, die hat dann noch verschiedene Mechanismen, um da teilweise von befreit zu werden, und die Haushalte. Und das macht die Sache natürlich dann teuer. Ein Grund, warum jetzt der Strom in Deutschland relativ teuer ist, weil diese Kosten halt umgelegt werden müssen auf alle. Und das ist halt also ein Grund, nicht der einzige Grund, aber ein Grund, warum der Strom in Deutschland verhältnismäßig teuer ist, aber dennoch auf einem vernünftigen Niveau. Es ist ja nicht mehr so, dass der Strom jetzt wirklich unendlich teuer ist in Deutschland. Also auch da hat sich jetzt noch ordentlich was getan in den letzten Monaten. Also der Strompreis hat sich normalisiert, wenn man heute neue Stromverträge abschließt. Und das haben wir nicht so hohen Bedarf. Wir können hier noch ein paar kleinere setzen. Hier möchte ich nicht zu nah ran, aber hier können wir noch mal ein bisschen was platzieren. Variieren wir ja noch mal ein bisschen die Größe, so ein kleines bisschen an Variation von Gebäuden bekommen. Ja, aber das ist also eine Aufgabe der Übertragungsnetzbetreiber. Hier haben wir noch ein bisschen was. Kann auch schon mal ausweisen, diese Flächen hier. Und jetzt haben wir dann nur noch niedrig und sehr gut. Bedarf an diesen Gebäuden. Boah, hier ist ein absolutes Verkehrsraum. Aber das sind jetzt ja die ganzen Leute, die jetzt hier alle hinziehen. Deswegen, da muss man jetzt ein kleines bisschen entspannt bleiben. Wir können hier vielleicht diese mal umwidmen. Ich würde ganz gerne aber auch hier vorne entlang dieser. Es tut mir leid, Leute, aber wir müssen leider die untere Etage nehmen und umwandeln in diese Doppelnutzung. Das möchte ich schon hier haben. Das fängt auch sofort an. Das ist gut. Dann können wir direkt dem Bedarf an Gewerbe nachkommen. Ich brauche hier noch einen Parkplatz. Das ist ganz wichtig, wo man in die Parkplätze hier. So, langer Parkplatz, der passt hier nicht rein. Breiter Parkplatz ist zu breit. Bescheidener Parkplatz, der passt doch hier wunderbar noch rein. Sehr gut. Wir sehen, wir machen richtig viel Geld gerade eben. 7.000 die Stunde, das ist echt gut.
Ja, der Parkplatz füllt sich auch sofort. Krass. Wir sind übrigens im Herbst angekommen. Wir sehen, die Bäume sind jetzt alle gefüllt. Oh, auch der Parkplatz ist hier gut gefüllt. Wir brauchen hier mehr Parkmöglichkeiten. Also auch das ist eine Sache, das ist hier nicht realistisch in diesem Spiel. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Parkmöglichkeiten. Wir können hier vorne vielleicht nochmal einen zweiten Parkplatz etablieren auf der Seite. So, mittlerer Parkplatz. Ja, prima. Wir haben weiter Industriebedarf. Wir werden aber dann jetzt, glaube ich, auch gleich diese Folge mal beenden. Dem Industriebedarf kommen wir noch mal einmal nach. Wir haben hier noch ein paar Flächen, die wir ausweisen können. Müssen dann aber jetzt langsam auch mal schauen, dass wir nochmal neue Industriegebiete definieren. Okay, und wir brauchen dann, das ist eine Aufgabe dann in der nächsten Folge. Oh, das sieht wirklich schön aus hier mit diesem Wald im Herbst. Wir müssen uns jetzt hier tatsächlich mal darum kümmern, was ist jetzt hier der Bedarf, Mangel, Unterhaltung, unzulässiges Postwesen, unzulässiges Internet. Da kann ich verstehen, dass da Unzufriedenheit herrscht. Das müssen wir dann alles in der nächsten Folge angehen. Wir brauchen hier eigentlich auch eine Polizeidienststelle. Aber das ist ja perfekt. Als Abschluss der heutigen Folge. Wir sind ein wachsendes Städtchen. Wir haben nur 150.000 Euro bekommen. 6 weitere Fortschrittspunkte. Das heißt, da können wir jetzt mal ein bisschen was machen. Gut, so kurz das Fortschrittsmenü an. Lastenverkehrverbot, fortgeschrittene Verschmutzungsbewältigung. Das sind alles so Punkte. Also hier das nachhaltig Grüne, der Umweltschutz, das machen wir später. Wir werden jetzt erstmal ganz konventionell fossile Energien ausbauen und erst im späteren Verlauf dieses Let's Play-Projekts dann den Schwenk machen in Richtung einer regenerativen Energieversorgung. Ich bin mal gespannt, wie gut das klappt. Aber was wir hier dann machen können ist, und das können wir vielleicht nochmal eben schnell machen, die Entwicklung beim Strom. Wir haben hier ein Gaskraftwerk. Das werden wir jetzt schon mal freischalten. Denn dann können wir uns das nämlich mal eben angucken. Also ein Gaskraftwerk, das kostet 650.000. Produktion 250 Megawatt. Das ist schon Wahnsinn. Das können wir uns also bei weitem nicht leisten. Also haben wir sowieso nicht das Geld. Aber da kommen wir auch bei weitem nicht hin. Das ist schon mal gerade interessant. Kohlekraftwerk, das große in den Millionen. Geothermie interessiert uns nicht. Kernkraft 5 Millionen. Das ist natürlich jetzt von den Kosten her völlig unrealistisch. Da muss man locker, also 750 Megawatt, die Leistung passt. Aber naja, aber das ist wirklich ein kleines Kohlekraftwerk. Könnte ich überlegen, ob wir noch einen zweiten Block hier nebensetzen. Denn wir sind jetzt ja schon wieder im gelben Bereich und wir laufen ja schon bei 150%. Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, dass wir noch einen zweiten Kohlekraftwerkblock, also das, was man normalerweise macht, platziert. Aber da würde ich vielleicht noch ein bisschen warten, dass wir hier quasi einen zweiten Block nebensetzen. Na, die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Aber im Moment machen wir viel Geld. Das passt ganz gut. Wir müssen die Bedürfnisse jetzt aber decken. Jetzt sagt wieder hoher Bedarf. Also, wir werden auch kurz davor stehen. Da haben wir noch ein paar freie Flächen, die müssen wir uns alle mal füllen mit Unterhaltungssystem oder Unterhaltungsangeboten. Großer Stau hier. Wo ist denn die Polizei? Polizei, Polizei, Polizei. Da. Ja, die kommt nicht durch den Stau. Da werden wohl keine Rettungsgassen freigemacht. Ja, man sieht ja hier, was hier los ist. Aber das ist halt der Zuzug. Das darf man jetzt nicht vergessen. Das sind die Leute, die hier hinziehen, weil die Gebäude sich füllen. Da muss man ein kleines bisschen geduldig sein. Wir haben eigentlich genug Möglichkeiten, hier hinzukommen. Ja, na gut. Also, das dazu. Wir werfen einen Blick auf das zentrale Gebäude, was wir jetzt platziert haben, wo wir heute gesprochen haben, nämlich unser Kohlekraftwerk. Gucken wir uns das mal etwas genauer an. Und verlassen damit unser prosperierendes Städtchen. Haben hier den
die Abgase, aber natürlich auch die Kühlung, um halt diesen Dampfkreislauf zu schließen. Da haben wir jetzt gar nicht im Detail drüber gesprochen. Aber das ist ja das, warum wir den Fluss brauchen, damit das Kohlekraftwerk halt gekühlt wird oder die Prozesse gekühlt werden. Das haben wir errichtet. Wir werden in der nächsten Folge überlegen, von noch einen weiteren Block oder in einer der nächsten Folge dann einen zweiten Kraftwerksblock ergänzen. Denn wenn wir jetzt die ganzen Anschlüsse haben, können wir natürlich auch ein zweites Kraftwerk noch daneben setzen. Da haben wir, glaube ich, ausreichend Möglichkeiten. Auch hier müsste man natürlich noch für die ganzen Beschäftigten mal einen Parkplatz installieren. Wir bräuchten hier noch mal ein bisschen Gewerbe, damit die Beschäftigten hier im Industriegebiet noch mal ein bisschen was haben an Einkaufsmöglichkeiten, an Restaurants etc. Das, wie gesagt, aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.